In diesem Video zeige ich dir, warum ich diese Teile niemals wieder in meiner Waschmaschine benutzen werde und erkläre dir auch ganz genau warum. Denn sicherlich kennst du diese Waschmittelpots auch. Sie erfreuen sich immer mehr Beliebtheit, denn du musst sie einfach nur in die Waschmaschine geben, kannst dann deine Wäsche dazulegen und die Wäsche ganz normal waschen. Auch wenn es erstmal so klingt, als wäre es deutlich einfacher, mit solchen Waschmittelpots die Wäsche zu waschen, ist es das nicht immer unbedingt. Denn zu oft hatte ich hierbei auch schon das Problem, dass diese sich nicht komplett aufgelöst haben und zum Beispiel Reste hier vorne im Türgummi zu finden waren, so wie du es bei mir jetzt siehst. Oder auch in der Kleidung habe ich teilweise auch schon Reste von diesen Waschmittelpots gefunden und musste die Wäsche danach dann nochmal waschen. Vielleicht hast du ja auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dann schreib mir doch gerne einmal unten in die Kommentare, wie das Ganze bei dir aussieht oder ob du solche Waschmittelpots überhaupt benutzt oder nicht. Hier kannst du bei mir auch nochmal richtig schön sehen, dass ich hier im Türgummi einiges von diesen Resten noch finden konnte, die ich dann am Ende hier mühsam wegwischen musste, um das Ganze dann wieder sauber zu bekommen. Allerdings gibt es noch eine andere Sache, wofür ich diese Waschmittelpots tatsächlich benutze und wo die Reinigungsleistung auch wirklich vielversprechend ist. Und das ist in der Toilette. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich solche Waschmittelpots in der Toilette anwende, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Denn dort zeige ich dir, wie genau das Ganze funktioniert. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.